Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines 2. Wie ihr sehen könnt, wir haben Meilenstein 19 freigeschaltet und sind jetzt eine riesige Metropole. Damit können wir uns in der Entwicklung nun so ziemlich alles wahrscheinlich holen. Eine hocheffiziente und leistungsstarke Oberflächenpumpe. Und wir können uns jetzt nichts mehr leisten, weil es 2 Punkte kostet. Oder mehr als 2 Punkte kostet jedes Mal. 100.000, wir haben 70.000. Wir starten in die Zeit. Und hatten ja in der letzten Folge hier unseren Bahnhof aufgebaut. Wo es jetzt nur noch an einer Sache mangelt, und das wäre ein Güterbahnhof. Also ein normaler Bahnhof. Und Güterzüge werden auch von der Seite kommen, oder? Wenn ich es unten eine Straße setze, links, und bei dir ist es egal. Das heißt, ich werde mich hier dem Parallelbau hingeben. Hier den Güterbahnhof hinsetzen. Hier vorne den normalen. So, sieht komisch aus, aber scheint zu funktionieren. Dann würde ich gerne hierhin. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass du hier eine Kurve machst. Hier ist ja nicht mehr eine Verbindung. Funktioniert das so? Nein. Das geht auch nicht. Dann halt anders. Dann mache ich es halt so.
Das hier kommt weg. Eine Stütze. So, das geht hier rüber. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until der erste Waldbrand in unserer Stadt, der auch wirklich in unserer Stadt ist. Und was ist hier jetzt? Was ist mit dir los? Warum stehst du hier? Du wirst mir doch nicht sagen, dass du da parkst. Ah. Ob das hier so funktioniert, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich das so haben möchte und da es dort keine Meldung gibt, ist alles okay anscheinend. Und das nehme ich nochmal weg. Und stattdessen kommt das alles nee, das war auch nicht. Wundervoll. Jetzt nur noch Werbezone dazwischen. Das sollte eigentlich keine Gewerbezone werden. Und schon verläuft die Schiene durchs Gewerbegebiet. Hier kommen zwei Büro-Poweranlagen hin. Vielleicht ja noch ein bisschen. Und dann sollen die Leute hier eigentlich in dichter Zone leben, weil hier drüben hatten wir ja für mittleres. Und das werden wir auch beibehalten. Bevor jetzt hier wieder irgendwas umgebaut wird. Gesundheitsforschungsinstitut.
Morten, was kannst du? Nichts. Seuchenschutzbehörde. Ich darf jetzt extra hier. Erweitern. Was überlappt hier? Hier gibt es nichts, was gebaut ist. So, wegen den Helipads oder was? Ein Krankenhaus hier hinten wäre nett. Genauso wie ein kleines Krematorium. Was haben wir jetzt? Die dicke Pumpstation. Benötigt eine Straßenanbindung. Has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the street. Diese Ruckler. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? My keys. What? We're in here? Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. I probably shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old Hornbuckle mobile, please. Oh, good. Here they are. Well, never. This is krass. 1,25 million Kubik pro Monat. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Professor. It is a question of priorities. And on to our main The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Müsste halt wirklich anfangen, so einen Außenbereich zu bauen, wo die Leute in Ruhe wohnen können. Also halt wirklich so kleine Straßen mit ein paar kleinen Häuschen dran. Dass wir halt wirklich wie so ein Vorort haben und nicht das Zentrum unserer Stadt dicht besiedelt ist. Hier die Rakete. Ja, dann würde ich einfach mal schauen, dass ich sage,
Mal schauen, was passiert, wenn ich das hier mache. Strom über ein Umspannwerk. Wasser hier rüber. Und dann sage hier, ihr dürft hier jetzt wohnen. Dann fangen die an zu bauen, wie blöde. Null mit der Stadt verbunden, aber es baut sich hier erstmal was auf. Neues Gebäude, Marktplatz. Aber verlassen. Gut. Dann muss ich wohl mal ein paar Gebäude abreißen. Ich glaube, das ist auch das, was die in den Nachrichten immer meinen mit von wegen, ja, ich stehe hier vor dem und dem Gebäude, was mal richtig gut war, aber jetzt ist es verlassen. Das heißt einfach nur, reiß mal verlassene Gebäude ab. Funkmast. Soll es an der Straße stehen. Hier ist noch ein bisschen was verlassen. Sieht gut aus. Wie sieht es eigentlich aus bei der Produktion? Also, wir haben Mangel an allem. Außer hier Erz und sowas. Wovon von dem produzierten mangelt es denn am meisten? Gestein. Also bräuchte ich irgendwo mal noch mal einen Steintagebau. Da fahren wir doch hier unten unseren wunderschönen Hafen. Da kann ich doch jetzt einfach sagen, hier Steinbergbau. Dann nicht hier hin. Oh. So. Und so. Steinbergbau mittendrin. Theoretisch könnte ich das noch hier auf die 2 Felder mit erweitern. Aber würde hier die Straße fehlen und das wäre auch ein bisschen doof. Wollen wir hier eigentlich nur sowas wie Erz und so? Hier unten haben wir noch haufenweise Erz.
Also kann ich hier doch schon mal sowas setzen. Und hier direkt daneben auch. Schon kommt ja auch wieder die Industrie durch, die was bauen möchte. Und je mehr Industrie wir bauen, also was ich dazu sagen möchte, ist, ich verstehe langsam, wie das System funktioniert. Die Stadt verlangt bestimmte Ressourcen und hier vorne hat sich natürlich kein Gebäude hingesetzt. Schöne Scheiße. Also das System funktioniert so. Ich sage der Stadt hier, oder die Stadt sagt, ich brauche Ressourcen. Ich sage der Stadt hier, an der Stelle kannst du die Ressourcen abbauen. Also ich baue mehr Häuser. Diese Häuser wollen Gewerbegebiet, das Gewerbegebiet will Dinge verkaufen. Und das, was verkauft werden soll, muss hergestellt werden. Also brauchen sie Waren aus dem Industriegebiet. Und dieses verlangt das von den Erzminen und ähnlichem. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Leute damit sich abgefunden haben, dass nichts mehr geholt werden muss. Oh, Waldbrand. Ich brauche ganz schnell eine Waldbrandzentrale. Ich sollte die Dinger vielleicht auch öfter setzen. Gerade in eher bewaldeten Gebieten könnte das helfen, so wie vor allem auch hier hinten. Die ganzen Reihenhäuser hier, das sieht irgendwie... Es sieht hässlich aus. Was seht ihr jetzt eigentlich auf was? Außer dass jetzt hier gerade der Wald versucht abzubrennen. Also es breitet sich aus, aber in Nachrichten sagt auch keiner was. Ja, schon mal interessant. Die haben sich mittlerweile komplett eingenistet. Finde ich auch cool, dass die jetzt sich hier zum Wohnort gesucht haben. Finde ich interessant. Also unsere Stadt ist sehr groß aufgeklustert. Ist jetzt nicht schön. Jetzt kommen sie auf den Waldbrand. Naja, jetzt hin. Willst du mich verarschen? At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Aber der hier unten ist vollkommen in Ordnung, oder was? Naja. Wie viele Meilensteine haben wir eigentlich noch? Nur noch die Megalopolis.
Und die dauert auch nicht mehr allzu lange. Was für mich auch bedeutet, dass sich dieses Projekt langsam dem Ende zuneigt. Weil klar, das Projekt ist schön, aber man merkt, das Spiel steckt halt noch leider recht heftig in den Kinderschuhen. Es wurde mal wieder ein, wie soll ich sagen, ein unfertiges Spiel veröffentlicht. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass, and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia, land of art and culture. Que bon, as they say. And an aria inspired by the inn. Und dadurch, dass dieses Spiel halt leider noch in den Kinderschuhen steckt, wird es auch nicht mehr allzu lange weitergehen. Kim is unseen outside an abandoned building. That's right, Jim. This decaying shell is a symbol of the industrial decline sweeping the city. People are being laid off. The industrial sector is on the verge of... Wenn die mal aufhören würden, so viel zu labern. Crime is on the rise. Thanks, Kim. Always gotta watch out for crime. Not to mention collapsing buildings. We'll have more after this. For our feature story this hour, we're going live to Kim, who is downtown investigating the story behind our declining commercial zones. So, what exactly is driving this sudden downswing in business, Kim? Good question, Glenda. I'm standing outside what used to be one of the busiest stores in the city. Not long ago, it would open its doors to lines of customers 7 days a week. Now the place is shuttered, like most of the commercial buildings on this once thriving city block. And the question on everybody's minds, how could it have come to this? Ja, das passt ganz gut zu einem sich dem Ende neigenden Projekt. Da geht er wieder. Weil klar, ich habe noch andere Projekte vor, aber City Skylines 2, also das Gesprächsthema werde ich in der nächsten Folge fortsetzen, keine Sorge. Aber City Skylines 2 ist ein Spiel, welches leider einen großen Fehler gemacht hat, meiner Meinung nach. Beispielsweise Verkehrs-KI. Sowas hier sollte eigentlich nicht passieren. So ein fetter Stau hier. Beziehungsweise Stadtaufbau. Es funktioniert halt nicht so, wie es sollte. Beispielsweise eigentlich, ich müsste sehen können, wie viele Leute wollen in die Stadt rein. Und demnach müsste ich sagen können, okay, wir haben entweder eine sehr hohe Nachfrage an geringer Dichte, eine mittlere Nachfrage nach mittlerer Dichte und geringe Nachfrage nach hoher Dichte, weil wenn viele Leute in die Stadt wollen, brauche ich viele Gebäude. Wenn jetzt so wenige Leute, dafür aber vielleicht die etwas reicheren in die Stadt, dann sind es halt eben geringer Dichte. Und auf der anderen Seite, was auch ein großer Fehler war, war halt, wie zeitig das Spiel rauskam oder in welchem Zustand es rauskam. Aber das Thema werde ich in der nächsten Folge ansprechen. Und an der Stelle würde ich mich erst einmal fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin, tschüss.